Hallo und herzlich willkommen bei NNF Films. Heute mal wieder was ganz anderes. Wir sind wieder mal im echten Leben angekommen, man staune. Diesmal gucken wir uns meinen Commodore 64 an. Was ein feines Ding. Ja, ich habe dieses Gerät hier erworben vor einer Weile. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich das hier habe neben meiner Amiga. Und ich habe es vor kurzem restauriert, ein bisschen jedenfalls. Es war vergilbt, die Tasten waren nicht schön, es war dreckig, es war, keine Ahnung, es war einfach nicht mehr schön anzusehen. Da habe ich mir gedacht, es ist einfach eine Schande, die so zu lassen. Deswegen habe ich die einfach mal retrobrightet. Und so sieht das Ding jetzt aus. Das finde ich relativ ansehnlich, vor allem dieser Regenbogensticker hier. Ach, was ein tolles Ding. Und jetzt bin ich der Meinung, wollte ich euch mal dieses Gerätchen ein bisschen näher zeigen. Wer von euch den Commodore 64 kennt, es ist ganz einfach. Es ist ein kompakter Computer aus den 80er Jahren und was gibt's zu sagen? Man macht ihn an und man kann irgendein Programm laden und damit Spaß haben. Und genau das wollen wir jetzt auch mal machen. Da steht der Monitor. Nicht auf die Gitarren achten. Jetzt haben wir hier unseren wunderschönen Monitor zu sehen. Das ist ein Commodore 1084S im Stereo. Schalten wir den Rechner an, schalten wir ihn einfach an, wir sehen, oh shit, hier gibt es ja einiges zu sehen, das Commodore Basic V2, das ganze Gerät hier läuft ja nicht mit irgendwie 3,5 Zoll Disketten, sondern das Ding hier läuft mit 5 3/4 Zoll Disketten und tatsächlich, tata, haben wir hier noch welche, ein Spiel Rebounder für sage und schreibe 19,95 Mark, das ist teuer, na, obwohl eigentlich, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall fand ich diese Verpackung so cool, weil hier einfach mal eine scheiß Floppy-Disk drin ist und das Spiel funktioniert. Perfekt. Aber wir werden jetzt nicht Rebounder spielen, werden wir tatsächlich nicht. Wir haben hier noch einen ganzen schönen anderen Pack in so einem richtig furchtbar geilen Diskettenholder. Ich habe noch hier, als ich das gekauft habe, eine Diskette gefunden. Ein paar Spiele sind drauf und einige davon finde ich wirklich richtig cool. Und ich würde persönlich auch mal sagen, Achtung, mein kurzer Schwenk. Wir spielen jetzt eine Runde. Oder schauen uns das Ganze jedenfalls mal an. Wie das denn aussieht auf dem C64. Meine Güte. Laden natürlich jetzt erstmal alles. Lädt er jetzt gerade. Okay, alles klar. Dann lassen wir uns den mal auflisten. Dann kriegen wir hier so eine schöne Anzeige, was hier alles drauf ist. Nebulus ist zum Beispiel drauf. Wer Nebulus kennt, der weiß, das Spiel ist ziemlich geil. Bullet Dash, alter Klassiker. Kawasaki Rhythm Rocker ist ein ziemlich cooles Musikprogramm, wo man den SID-Chip des C64 mal unter Beweis stellen kann. Vielleicht auch nochmal was. Bullet Dash 2 und noch irgendwelche alten Textdokumente, die ich nicht mehr benutzen kann oder mit denen ich nichts anfangen kann. Ich habe es noch nicht mal geöffnet. Weiß nicht, was drin steht. Wir spielen jetzt Nebulus. Ich spiele das Ganze jetzt mit diesem Sega 6-Button-Controller. Dessen Bauqualität furchtbar ist. Ich meine, ui, das sieht doch schon mal schön aus. Mal gucken, One Player, Sound On. Player One muss wahrscheinlich auch ein Joystick Port One, das wollen wir gleich. Wird wahrscheinlich zwischendurch mal ein bisschen rausschneiden, damit das nicht so langweilig wird. Das ist ganz schön laut. Aber ich weiß nicht, wer Nebulus von euch kennt, der weiß, was ein witziges Spiel das eigentlich ist. Es ist verdammt frustrierend. Aber es spielt sich dafür auch relativ gut und vor allem die Grafik ist. Das meine ich. Vor allem die Grafik ist wirklich ausgesprochen gut für die Zeit. Ich meine, so simulierte dritte Dimension hat man ja hier schon fast. Die Farben sind zwar nicht so gut erkennbar, aber ich spiele hier gerade so ein kleines grünes etwas. So, peinlich hier. So, da haben wir auch Musik. Und wenn man das Spiel resetten wollte, macht man das Ding einfach aus und macht es wieder an. Plopp, haben wir es. Ich persönlich werde wahrscheinlich die nächsten Spiele lieber wieder mit dem hier aufnehmen, mit dem schönen, total tollen Master. Mit Master System Controller, genau. Der absolut wunderbar ist im Vergleich zu dem, was ich vorher benutze. Oder ersatzweise nehmen wir einfach den Competition Pro. Mit Mikrotastern. Ha, ich habe einen. Jetzt würde ich euch gerne nochmal diesen Kawasaki Rhythm Rocker zeigen, weil der tatsächlich ziemlich cool
Also ich persönlich fand ihn cool, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Und da sind wir auch schon im Kawasaki Rhythm Rocker. Ich finde dieses Programm ziemlich niedlich, weil was es letzten Endes ist, momentan läuft Michael Jackson, das ist natürlich immer super, aber was es uns erlaubt ist, wir können jetzt hier unser Keyboard hier von dem Commodore als Keyboard verwenden, also als tatsächliches Piano-Keyboard, ihr versteht schon. Und ich bin ein schlechter Pianist, merke ich jetzt schon. Aber wenn wir schon dabei sind. Okay, ich höre lieber auf. Aber man kann ja so viele geile Sachen machen. Ich finde das so cool. Der Sit-Chip ist so geil. Man kann jetzt hier diese Basslinien hier umstellen. An der Seite steht Bass 2. Wird ihr wahrscheinlich gerade nicht lesen können. Aber ich meine, sich dieses Farbspektakel hier ist schon cool. Ja, und irgendwo gibt es ja auch noch eine Möglichkeit, da habe ich jetzt gerade F7 wahrscheinlich. Okay, Bass. Ah ja, okay. Jetzt kann ich mich zum Beispiel verschiedene Soundeffekte erzeugen mit den Tasten hier. Den hier mag ich besonders. Damit könnte ich wirklich tagelang Spaß haben. Wenn man keinen Bock hat, wenn man wirklich absolut keinen Bock hat, so lange zu warten oder einfach nur sich die Mühe zu machen, diese ganzen Sachen einzutippen für irgendwelche coolen Spiele, dann hat Commodore an sogenannte Cartridges gedacht. Defender zum Beispiel, herrliches Spiel, ist ein Atari-Spiel. Kommt einfach mit dem Cartridge, steckt man hinten in den Rechner und los geht's, wenn man nichts anschaltet. Jungle Hunt. Ich habe hier ein paar sogar. Jungle Hunt, Miss Pac-Man zum Beispiel, herrliches Spiel. Hier, das ist Moon Patrol, auch herrliches Spiel. Und zwei Stück habe ich hier noch in meinem Besitz. Einmal Robotron oder Robotron 2084, meinetwegen. Und das Super Games 64 Paket für 6 Mark oder 6 Euro. Ich habe es ja vor kurzem erst gekauft. Meinetwegen, hier ist ein Cartridge-Port, da packen wir sowas einfach rein. Und ich persönlich würde sagen, wir spielen eine kleine Runde Miss Pac-Man, weil es immer besonders, ein besonders schönes Spiel für solche Anlässe ist hier. Genau, schon ist es drin. So. Und wir drücken F1 zum Starten. Soundeffekte sind einfach nur göttlich. Haha. Xer, ich krieg's noch. Alter, ich bin so schlecht in Pac-Man, ey. Aber immerhin, es läuft und ich bin gestorben. Immerhin, Miss Pac-Man hat nämlich oben ein Schleifchen. Deswegen sieht sie umso niedlicher aus. Aber trotzdem. Ja, die ganzen bösen Geister sind nicht unbedingt besonders nett zu einer Frau hier. Au! Also ich merke schon, man sollte dieses Spiel lieber nicht mit irgendeinem Control-Pad spielen, sondern eher mit einer Art, naja, Competition-Pro zum Beispiel. Extra Punkte. Eine Kirsche! Ich sacke in diesem Spiel richtig hart. Richtig hart. Und so läuft dieses System. Ich persönlich finde es viel einfacher zu betreiben als den Amiga zum Beispiel. Das System hier ist erstens kleiner, pflegeleichter, es hat kein integriertes Laufwerk und es hat mehr Arten, wie man, wie man Input in das reinbekommt, will ich mal so blöd ausdrücken. Es ist halt irgendwie, ich weiß nicht, angenehmer, dort was drauf zu spielen, weil man hat zum Beispiel die Möglichkeit,
diese Disketten da einzulegen, wo verschiedene Sachen drauf sind. Die halten sich auch meistens relativ lang. Wir haben die Möglichkeit, hier diesen Cartridge-Port zu nutzen. Wir haben später, habe ich leider noch nicht, aber ich mache bestimmt noch mal ein Video drüber, dieses Dataset-Port, der ist wirklich sehr interessant, wo man noch mit Kassettenspielen überspielt hat. Sehr bekannt und sehr beliebt, tatsächlich, vor allem in Großbritannien. Und wir haben auch noch einen Weg, den habe ich tatsächlich auch mal ausprobiert. Das ist diese sogenannte kleine STIC, habe ich jetzt vergessen, wie es geschrieben wird, ST2IEC. Das ist ein kleiner Controller, der uns erlaubt, anstelle von der Diskette, sehr niedlich gemacht hier, einfach eine SD-Karte zu verwenden. Die kommt da einfach hier rein. Und hinten haben wir dann den Anschluss hier, den wunderbaren Anschluss für unser normales Diskettenlaufwerk und zusätzlich für den Strom. Man sieht hier, kommt mal ein Kabel raus, vom Dataset-Port den Strom zieht sich das Ding. Man steckt es rein, dann hat man noch so eine speziell entwickelte Software dafür, die man dann laden kann, und dann hat man so eine Art Menü, wo man sich einfach seine Spiele auswählen kann. Positiver Fakt, es kostet gar nicht mal zu viel, ich glaube 20 bis 30 Euro, glaube ich. Ist ein bisschen mehr Versandkosten, weil es aus dem Vereinigten Königreich kommt. Aber es geht. Es geht tatsächlich. Es ist nicht unbedingt so unglaublich. Damit soll es das auch schon wieder gewesen sein von Herrn der Films dieses Mal. Ich wünsche euch einen schönen Abend und auf Wiedersehen.